Ja, und damit herzlich willkommen zum nächsten Analysevideo von Dark and Bright. Heute fassen wir zusammen die Parts 13, 14 und 15. Ja, ja doch. Diese drei. Genau, auf jeden Fall. Part 13 gibt es nicht wirklich was zu sagen, da war nur Bonuslevel und die Mine, ne? Und 14, ja, das war auch im Prinzip nur nochmal dieses Bonuslevel da vom Wald im Prinzip. Und ja, dann aber Part 15, die, naja, Disco of Doom, sag ich mal. Da, sag ich mal, ja, ging es einfach nur darum, erstmal, ne? Ja, die Disco irgendwie zu überleben. Da gab es ja noch da, da waren ja auch Herr Penibel und so da, ne? Und da gab es ja diesen Tanz und naja. Aber das Wichtige ist eigentlich, was danach passiert ist mit diesem Rostgenie und seinen Kumpels, ne? Der hat sich da sozusagen mit seinen Kumpels da sozusagen. Und ich weiß noch nicht mal, ob seine Kumpels auch nur eventuelle NPCs waren oder tatsächlich auch echte Leute. Auf jeden Fall, Fakt ist, dass, ja, der Rostgenie, den Leuten auf jeden Fall, also Provisor seinen Freunden erzählt hat, ne, so nach und nach. Also erstmal wollte er nicht darüber reden, weil anscheinend sah es so, als ob er auch schon irgendwie so halb aufgegeben hat, ne, da noch irgendwie rauszukommen aus der Welt und sieht, dass sich das Leben da schön kifft. Hat dann aber doch irgendwie so erzählt, dass es da wohl südlich einen Ort gibt, und zwar das Museum, ne, und dass es da wohl eventuell Fragen auf die Antworten gibt, was es mit der Welt so auf sich hat. Und, naja, es fiel ihm wohl irgendwie immer schwerer zu reden, und dann kam ja dieses Verschwinden und hat quasi erst seine Kifferkollegen und dann noch ihn selbst auch, naja, aufgelöst, sag ich mal. Und das sah eigentlich nicht so aus, als ob die wollten, dass das passiert, ne? Also bei der Mutter von dem einen Typen, wo ich da letztens erzählt habe im Analysevideo, war das ja so, dass es anscheinend von ihr gewollt war. Weil das Pochen wurde stärker. Bei ihm wurde auch das Pochen stärker, aber es sah halt nicht so aus, als ob es gewollt war. Ne, sag ich mal. Beim. Also, ja, beim Roskini war es wohl nicht gewollt, dieses Pochen. Und seinen Kollegen. Und ja, das war natürlich ein bisschen seltsam, das alles, ne? Und joa. Da war er auf jeden Fall weg und seine Kollegen, ne? Und dann, ja, wusste man, oder weiß man jetzt nur, dass man da wohl ins Museum muss. Und da sind dann wohl eventuell auch, naja, beziehungsweise finden da dann vielleicht Antworten auf die Fragen, ne? Aber naja, war auch jetzt ein bisschen seltsam. Also ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass zum Beispiel jetzt Rostgenie und seine Kollegen dann vielleicht tatsächlich tot sind, weil das scheint ihnen ja nicht so gewollt zu sein. Also vielleicht, wenn man dabei ist, irgendwie zu viel herauszufinden oder so, oder zu viel zu verraten, als ob da irgendwie so eine höhere Macht da irgendwie am Werk ist und die dann doch auslöscht und so, ne? Wenn man da vielleicht, wie gesagt, zu viel herausgefunden und oder verraten hat. Naja, ist auf jeden Fall sehr, sehr mysteriös das Ganze, nach wie vor, ne? Wobei, genau, die Freundin von Pixel, die verschwand ja auch, ne, irgendwie. Vielleicht wusste sie damals auch so viel, hat sich ja Pixel erzählt. Naja. Wobei, scheinbar taucht das auch random auf, zum Beispiel in dem einen Waldgebiet da, ne. Da wurde auch jemand aufgelöst. Also wer weiß, vielleicht war das, vielleicht ist das einfach nicht random, sondern vielleicht ist das gezielt eingesetzt. Vielleicht wäre dann sozusagen nicht nur diese kleineren Gebiete da aufgelöst, sondern hauptsächlich geht es immer vielleicht darum, da bestimmte Leute dann auszulöschen. Vielleicht war dieser eine Typ, weil da wurde ja ein Typ ausgelöscht in dem Vorwaldgebiet, sag ich mal. Vielleicht war das ja auch zufällig ein Mensch, der da vielleicht was herausgefunden hat oder herausfinden wollte, und dann wurde er auch aufgelöst. Der kann ja sein. Das war dann vielleicht keiner von diesen NPCs. Naja, ist jetzt so auch nur eine weitere Theorie von mir, ne, die in den Raum geworfen wird. Ja, und mehr gibt es aber tatsächlich auch soweit erstmal nicht zu erzählen. Und dann sehen wir uns halt zum nächsten Analysevideo wieder, ne? Aber bis es soweit ist, würde ich dann noch hier wie immer sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Bernd Buder.